16 Stunden in der besten First Class der Welt. Singapore Airlines. Let's go. Seine Videos habe ich nie geguckt, deswegen habe ich auch nicht abonniert. Mal gucken. 22 Minuten ist echt eine miese Länge, Bruder, für jemanden, den ich nicht kenne. Ich hoffe, hier wird nicht so viel geredet, sondern es wird auch viel gezeigt. Let's go. Die Singapore Airlines Suiten, die exklusiv im Airbus A380 der Fluggesellschaft verfügbar sind, gelten als die beste First Class der Welt. Jeder Passagier genießt den Luxus einer eigenen Suite mit einem geräumigen Bett und einem separaten Ledersessel. Der erstklassige Service, kombiniert mit exquisiten Gourmet-Menüs über den Wolken, verhilft der Airline Jahr für Jahr zu Spitzenplätzen in den internationalen Rankings. Doch sind die Suiten im A380 wirklich so außergewöhnlich und lohnt es sich, mehrere tausend Euro für ein Ticket auszugeben? Genau das finden wir heute heraus. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Leute, aus Kuala Lumpur in Malaysia. Wir haben 5 Uhr draußen. Der redet leider auch zu langsam. Ich stelle mal auch ihn ein bisschen schneller. So, okay. Es ist noch stockdunkel. Vielleicht kann man ein bisschen rausgucken. Nee. Moinsen. Ich war die letzten 3 Wochen alleine in 6 Ländern. Wir sind gestartet in Pakistan, dann ging es nach Katar, dann nach Thailand und von Thailand nach Singapur und dann jetzt Malaysia. Ach nee, das waren nur 5. Hä? Auf jeden Fall geht eine spannende Zeit zu Ende. Auf der einen Seite freue ich mich wieder auf Deutschland, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schade. Aber das Geile ist, wir testen heute die, glaube ich, beste First Class der Welt, Singapore Airline Suites. Ob es die beste ist, kann ich, glaube ich, erst sagen, wenn ich die Etihad The Residence getestet habe, wobei ich eher denke, dass die von Singapur die beste. Ich habe das Zugvideo leider nicht gesehen. Sein wird. Im A380 geht es von Singapur nach Frankfurt und erstmal starte ich jetzt aber hier heute Morgen in Kuala Lumpur. Werde von hier um 8:45 nach Singapur fliegen. Wir müssen jetzt zum Flughafen. Der ist ziemlich weit außerhalb, also da fahre ich gut über eine Stunde hin. Also auschecken. Kleiner Funfact, falls wir es hier hochladen sollten. Ich habe auf der MX Punkte, die ich einlösen kann für Singapore Airlines, dass ich dann First Class fliegen kann. Also jetzt wird es interessant. Also das würde mich echt mal interessieren. Wenn man halt lange Flüge hat, Bruder, 10 Stunden, wenn man so einen Raum hat und so, ist schon geil, Bruder. Leute, ich habe richtig Bock. Ich glaube, es wird unfassbar geil. Also das wird ein krankes Video. Viel Spaß dabei. Let's go. Oh, okay. Thank you. Yes, okay, bye. No, that's fine. Ich bin ja schon einmal Singapore Airline geflogen, nach New York, aber nicht First Class oder sowas. Und die waren alle sehr nett, wirklich, auch die Sitze und sowas. Das ist schon echt eine sehr geile Airline. Alright, see you, sir. Bye, bye. Wie kriegt man solche Punkte? Ja, durch Käufe und wenn sich halt Leute über deinen Code auch eine MX-Karte machen. So, er ist in Malaysia, hat er gesagt, ne? Malaysia sei Malaysia. Und da sind wir, Leute, am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur. Insgesamt habe ich jetzt 1 Stunde und 15 Minuten bis hierhin gebraucht. Also der Flughafen ist wirklich ziemlich weit außerhalb. Von hier aus geht es jetzt für mich in ungefähr 1,5 Stunden erst nach Singapur. Dort habe ich dann ein bisschen Aufenthalt, kann hoffentlich in die Lounge gehen. Und dann geht es weiter in der Singapur Suite. Also dem absoluten First-Class-Produkt. Genau auf dem ersten Flug jetzt habe ich keine First-Class. Das ist dann quasi ein Business-Class-Flug. Aber wird bestimmt trotzdem interessant und ich nehme euch natürlich ab hier schon mit. Was ich bezahlt habe, traue ich mich eigentlich nicht zu sagen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und dann sprechen wir darüber. So, erstmal heißt es jetzt hier, Boarding Passes abholen. Business Class. Ja, klingt doch gut. Nix los. Do you think I have enough time in Singapore for the lounge? I think it's the coolest boarding card I ever seen. So Leute, auf geht's in die erste Lounge. Plaza Premium Lounge. Die kennen wir. Zeig mal her, Digga. Auch schon, ne? Also ich war jetzt noch nie in der, aber die gibt's ja öfter. Und hier werde ich dann abgeholt mit dem Bus. Dann geht's zum Flugzeug. Ah, man wird hier mit dem Bus dann abgeholt. Okay, geil. Ja, ey, diese Boarding Pässe, die sehen. Das ist so ein einmaliges Erlebnis. So geil aus. Ich zeig euch die gleich mal. Thank you. There? Okay. And there's a bus coming, right? Will they tell me or should I just be here in around half an hour? So for this flight, we do another flight later. Okay, thank you. So. Ja, das sieht doch ganz nett aus hier. Okay, bis jetzt sieht's aus wie die Lounge in Istanbul. Jetzt nichts Wildes. Gibt halt Essen. Okay, cool. So Leute, ich bin... Weltreise ist so ein Traum, ehrlich, einfach wegfahren und alles hinter sich lassen. Digga, wisst ihr, was ich heute überlegt habe für Black Friday? Das werde ich aber auch hier im Video lassen, ich mache es auch ganz kurz. Ich will entweder ein dickes Gewinnspiel machen oder mehrere unterteilen. Zum Beispiel ein Auslandssemester für jemanden bezahlen, 15.000 Euro. Oder eine Weltreise für, keine Ahnung, 10.000. Sowas. Sowas könnte auch eine gute Idee sein eigentlich, oder? Ich bin angekommen in der Plaza Premium First Class Lounge. Wusste ich auch gar nicht, dass es sowas von Plaza Premium gibt. Aber ist ja auch egal, ist auf jeden Fall sehr nett hier. Selbst in der Business Lounge gibt es hier einen eigenen Abteil für Singapore Airlines. Also ich bin noch nie mit denen geflogen, aber ist, glaube ich, eine sehr gute Airline. Auch die Business Class und Economy ist super. Schaut euch mal diese Board. Das stimmt. Also Economy bei Singapore Airlines kann ich nur unterschreiben. Sehr geile Airline. Pässe an hier. Also die Sitze sind wie in den Business-Klassen bei Turkish Airlines, Bruder. Normale Sitze. Der Business-Class-Boarding-Pass sieht schon cool aus. Aber dann haben wir auch noch hier den Suites. Alter, ziemlich cool. Und ich habe hier noch so eine persönliche Einladung bekommen für die relativ neue Private-Room-Lounge im Singapore Changi Airport. Ja. Okay.
Ich hoffe, das werde ich gut schaffen alles. Und jetzt sage ich euch auch direkt mal, was ich bezahlt habe. Von Singapur nach Frankfurt direkt in der Suite. Oder jeder Reise für 20.000. Kedim, ich habe vorgestern Titanic geguckt, Bruder. Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand von Schiffen. Da ist man mindestens 6.800 bis auch gut mal an die 10.000 Euro los. Kingerman fragt, hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Airline? Bruder, die mache ich gefühlt alle 3 Wochen. Viel zu viel Kohle. Man muss aktuell auch ziemlich viele Meilen bezahlen und überhaupt erstmal eine Verfügbarkeit. Würdest du so viel Geld für diese Plätze bezahlen? Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, Leute. Die Leute geben nicht 10.000 Euro aus. Ich weiß, die kosten im Internet 10.000 Euro, aber das macht ja keiner. Meistens sind in diesen Lounges nur reiche Leute oder halt Leute, die Geschäftsmänner sind, die mit ihren MX-Punkten Upgrades buchen. Sprich, die geben mit ihren MX-Karten sehr viel Geld aus. Beispiel Marc Gebauer, er kauft sich Uhren und verkauft die Uhren wieder. Aber weil er die Uhr von irgendjemandem gekauft hat für 50.000 Euro, kriegt er 50.000 Punkte auf die Karte. Ich erkläre es ganz, ganz billig jetzt. Und mit diesen 50.000 Punkten kann er seinen normalen Flug, den er gekauft hat für 1.000 Euro beispielsweise, upgraden zu einem First-Class-Flug. Deswegen gibt es diese Geschäfte und diese Businessplätze und so weiter und so fort. Kein normaler Mensch bucht sich für 10.000 Euro einen Flug, Bruder. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Für die Suite zu finden, ist auch gar nicht mal so einfach. Deswegen steige ich jetzt hier in Kuala Lumpur zu, zahle dann... Ab welchem Umsatzmonat, ja, lohnt sich MX? Krena, eine MX ist immer gut, wenn du überhaupt eine Kreditkarte haben möchtest und wenn du oft verreist. Ich habe jetzt mit meinen Punkten noch nie etwas gemacht. Ich habe einmal Punkte eingelöst, weil ich mal First Class nach Dubai fliegen wollte. Bin dann nicht geflogen, habe studiert, die Punkte sind da irgendwo noch gespeichert. Aber die MX ist dafür gut, dass wenn du zum Beispiel oft an Flughäfen bist, es gibt viele Vorteile, aber ich habe nur wegen einer Sache die Karte geholt, wofür ich 55 Euro im Monat bezahle, dass ich in die Lounge rein kann. Ich habe meine Ruhe einfach, verstehst du? Ich gehe in die Lounge, ich muss nicht am Gate irgendwo sitzen oder mir da teures Essen holen oder teures Trinken. Ich gehe in die Lounge, ich kann dann auch eine Person mit reinnehmen umsonst und wir essen dann dort, chillen dort, können unsere Handys aufladen, sowas zum Beispiel. Nur deswegen habe ich das. A, ich kann es absetzen, ne? Die Karte generell, die Ausgaben. B, ich chill in der Lounge, habe da mein Internet, habe da mein Essen, dies, das und du hast deine Ruhe, weißt du? Mehr ist es nicht. Ein bisschen weniger, insgesamt sind es jetzt aber trotzdem 4.800 Euro. Also wenn du die 55 Euro übrig hast und alle paar Monate mal verreist, kannst du in den Lounges chillen, essen, dies, das. Das ist dein Vorteil. Für mehr ist es bei mir nicht, bei MX. Euro für diesen Suitesflug und den Zubringerflug. Insgesamt gibt's auch so Ruheräume, also Schlafplätze? Nein, die gibt's nicht. Nicht um die 16 Stunden unterwegs jetzt und dann lande ich gegen 19 Uhr in Frankfurt. Er hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich mal so viel Geld für einen Flug ausgebe. Ich wäre hinten rüber gekippt, ohne Witz. Aber um dieses Video zu drehen, muss ich es halt bezahlen. So, ich hoffe, es wird sich lohnen. Ich bin wirklich super reif. Mein Bruder hatte keine MX-Punkte. Ich freue mich unfassbar sehr und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das mal wieder verfilmen kann und ich werde mir Mühe geben, Leute. Jetzt gibt's erstmal hier einen Cappuccino vom Barman höchstpersönlich. Und einen vom Automaten. Und 2, 3 Snacks, weil gleich gibt's eh mehr als genug. Guck mal, die da vorne fliegen auch First Class. Am I late? I'm late. Because there was no bus at the... I'm sorry. I always ask, where's my bus then? They said no worries. Well, if you're class, you can use bus and you get D1. Yeah, I was in the... Yes, I know. And no bus? Yeah, there was a bus then, but it was, I think, last minute. Ich habe vom Zubringerflug nicht wirklich viel mit... Was ist ein Lechbus für First-Class-Flug? Ja, Bro, du musst ja nur eine Minute fahren, um in den Flieger reinzukommen. Das muss jetzt nicht so krass aussehen. ...gefilmt, weil es jetzt auch nicht so spannend war. Ich war erstmal ein bisschen verstört, weil ich fast einfach meinen extrem teuren Flug verpasst hätte, weil mir diese Lounge nicht gesagt hat, so wie vereinbart, dass ich jetzt mal ganz dringend zum Boarding muss. Das passiert halt, wenn die Airline und die Lounge zwei komplett verschiedene Anbieter sind. Naja, es ist ja nochmal gut gegangen. So, Leute, angekommen in Singapur. Ey, das war irgendwie alles so stressig. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt auch nur noch 10 Minuten, dann starte ich schon das Boarding für meinen nächsten Flug. Wir haben auch echt lange gebraucht für die kurze Strecke. Also die Lounge kann ich mir, glaube ich, sparen. Das werde ich nicht schaffen. Leider habe ich es ja nicht mal in die Lounge geschafft. The Private Room nennt sie sich. Ist wirklich toll. Ich habe mir mal ein paar Videos und Fotos angeschaut. Ich hoffe, in Zukunft werde ich da irgendwann nochmal vorbeischneiden können. Es gibt natürlich leckeres à la carte Essen, als auch eigene Zimmer, Badezimmer und so weiter. Also geht in Richtung Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt. Vielleicht sogar besser, aber kein Plan. Next Skytrain in 4 Minuten bei meinem Flug nach Frankfurt. Ist schon Boarding. Wir müssen jetzt noch das Terminal wechseln. Naja, wird schon alles klappen. Vielleicht warten die ja sonst auf mich. Also die Suites von Business Class sind oben. Hello, I'm good and you? Very good, thank you, Mr. Yes, thank you. Thank you. So, gucken wir uns das mal an, Digga. First Class, gib ihm. Suite 3A is right here. Thank you so much. I'll leave you to settle in while my colleagues come and check with you. Alright. Wow. Digga, Mann. Unfassbar. There you go. Thank you. My name is
Also ich gucke zum ersten Mal sein Video, auch wenn ich auf schnellere Geschwindigkeit gucke. Ich finde, es ist sehr gut gemacht. Das hat ja nicht umsonst so viele Aufrufe und so, ne? Aber scheint ein cooler Typ zu sein. Also ich werde ihn jetzt schon mal abonnieren, damit ich auch in Zukunft seine Videos nicht verpasse, Digga. Ist ein cooler Typ. Sehr angenehm, ja, ja. Er overactet nicht und so, ist cool. Okay, I will explore. Thank you so much. Not at all. Enjoy the flight. If you have any questions, don't hesitate to let us know. Okay, thank you. Thank you. Junge, ich komme nicht klar, Alter. Wo bin ich denn hier gelandet, Mann? Ist das verrückt? Alex hat auch wilde YouTube-Zeiten gehabt. Diese Reisedinger sind neu, aber passt zu ihm. Echt, ja? Bruder, ich kannte den gar nicht. Oder habe ich ihn vergessen? Was hat er denn vorher gemacht? Es hört sich gerade so ein bisschen komisch an, weil ich halt schneller gestellt habe. Alles mögliche schon. Hat mies Hype gehabt mit ich bestelle Videos. Oh, okay, krass. Krass, Digi. So Leute, wir sind mittlerweile gestartet. Ich habe jetzt hier auch komplette Privatsphäre. Also es ist quasi alles zu, bis auf oben. Wir schauen uns auf jeden Fall gleich noch die Kabine hier in Ruhe an. Es wurde jetzt erstmal komplett umpositioniert, weil das Essen schon losgeht. Also den Stuhl kann man einmal hier rumfahren. Das ist übrigens ein Bett. Das werden wir uns später auch noch angucken. Hier haben wir jetzt erstmal als Appetizer so ein bisschen Chicken mit so einem Dip. Und ich schaue jetzt hier einen Film. Kann ich alles steuern über dieses wunderbare Tablet hier. Also ich bin wirklich hin und weg. Ich merke, dass ich älter werde, Bruder, weil ich passe richtig auf, was ich draußen esse mittlerweile. In so Lounges, ich würde kein Hähnchen und sowas essen. Ich war letztens Wellness, Bruder. Ich hatte einfach eine Lebensmittelvergiftung vom Essen. Hanne, geht nur irgendwo essen, wo es qualitativ ist und am besten Fall immer zu Hause essen. Und wenn ihr so Flughäfen seid und sowas, Nudeln gehen klar, da passiert nichts, Obst, da passiert nichts, aber sowas ist ein bisschen kritisch, Digga. Das ist absolute Endstufe. Bevor das Essen startet, noch ein kurzer Toilettencheck. Wie verdammt groß ist das bitte? Ähnlich wie im Emirates A380. Hier natürlich für die Damen einen Schminkspiegel. Den werde ich jetzt nicht benutzen. Hier hinten haben wir dann die Toilette. Und hier hinter ist wahrscheinlich noch so ein Stauraum. Die Pflanze darf natürlich auch nicht fehlen. Ich war mir unsicher, ob es hier an Bord vielleicht sogar auch eine Dusche gibt, aber ich glaube nicht. Er nimmt einfach mit iPhone auf. Es gibt noch eine andere Toilette hier hinter, aber ich denke, die sieht genauso aus. Also das ist wirklich auch Luxuspool im Flugzeug, ein paar Amenities. Und hier schaut euch mal den Wasserhahn an. Ja, das habe ich so auch noch nicht gesehen, glaube ich. Dann kommen hier richtige Handtücher raus. Die Toilette ist gut. So sieht es dann vor den Badezimmern aus. Hier haben wir noch das andere. Eck, das kommt mit dem Alter, glaube ich, ja. Ah, das ist ein bisschen kleiner sogar. Immer aufgefallen. So. So Leute, wir starten rein ins absolute Luxusessen über den Wolken. Also ich kriege das jetzt glaube ich zum fünften Mal so ähnlich und es ist jedes Mal wieder einfach, du denkst dir, verrückt. Hier haben wir jetzt auch noch wirklich, glaube ich, sehr, sehr guten Champagner dazu. Mag ich eigentlich nicht so, aber werde ich hier jetzt auf jeden Fall mal trinken. Einmal wissen, wie Champagner schmeckt, ne? Cheers. Oh ja. Liegt euch mal. Hanne, jeder seine Sünden für dich, aber wie schmeckt Champagner, Digga? Der ist ja fruchtig. Sag mal bitte. Das gefällt mir gut. Ich fühle mich hier ein bisschen wie im Zoo, weil da oben sind so Schlitze drin und die ganzen Stewardessen, die gucken da immer so durch mit ihren Augen, ob ich irgendwas brauche. Also die wollen natürlich nur einen tollen Service machen, keine Frage. Nur wenn da alle 5 Sekunden so ein Auge auf mich starrt, ist das schon ein bisschen witzig. Schmeckt bitter, ja? Okay. Ja. Schmeckt eins, wie es riecht. Guck mal, wie viele sich hier outen. Oh, Setra. Mhm. So langsam gewöhne ich mich dran. Am Anfang war Kaviar ja gar nichts für mich. Je öfter man es isst, desto besser. Kaviar, Bruder, weg damit. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch, Digga. Jetzt. So, die eine Stewardess, die übrigens richtig cool ist, also mega nett. Ich will die aber nicht filmen, das ist immer so ein bisschen unangenehm. Die hat mich aber überredet, dass ich unbedingt den Wodka probieren muss zum Kaviar. Wodka mit Kaviar, Bruder. Deswegen mache ich das jetzt. Also Kaviar ist hinter mir. Ja, komm, Augen zu und durch. Egal, ist ja eigentlich. Also geil ist das nicht. So, weiter geht's mit einer leckeren Tomatensuppe und dazu so ein paar Shrimps. Das riecht schon mal hervorragend. Also ich bin wirklich, das ist hier nochmal, muss man ganz einfach sagen, Endstufe. Also nochmal ein Level über allem, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich fühle mich jetzt... Der filmt auch mit einer DJI Osmo 3, die kleine Kamera, aber super Quali. Bro, ich habe die Kamera, ich habe sie nicht einmal ausgepackt, ne? Die sind alle so nett, authentisch vor allem, das ist immer das Wichtigste und das Beste. Wie gesagt, in Singapore Airlines sind die alle sehr nett, das stimmt wirklich. Das ist eigentlich, ich habe noch über 10 Stunden vor mir. Also diese First-Class-Flüge sind immer so Flüge... Bei Turkish Airlines, Bruder, Hanne, die mögen wir auch alle, aber du siehst den so an, wenn sie von dir abgefuckt sind. Oder die lästern auch mal im Hintergrund und so. Weil das sind so Kyro-Türken, weißt du? Aus Dorf und so. Oder Türkinnen. Die können auch sehr schlimm, Bruder. Schade, wenn es vorbei ist eigentlich und nicht so, oh scheiße, ich muss morgen 10 Stunden irgendwo hinfliegen. Das ist schon geil. Probieren. Wieso machst du so einen Content eigentlich nicht, Bruder? Jiggy, du hast absolut recht, Bro. Die Frage stelle ich mir auch selber. Absolut. Hanne, wir haben einen Kanal mit so einer großen Reichweite, wir können sowas auch locker machen. Bruder, wir haben gestern ein Video hochgeladen.
Der beste Döner auf der Welt. Da ist wieder 170.000 Aufrufe. Der Fanat-Döner hat jeder mit schon gesehen. Wird das keine Aufrufe machen? Safe auch. Das schmeckt irgendwie nach Apfel. Das ist ja interessant. Eine Tomatensuppe habe ich so noch nie geschmeckt. Aber kann man wohl löffeln. Mit bisschen Shrimp noch dazu. Ja, das ist eine gute Suppe. So, jetzt ist erstmal Pause hier mit Service, weil wir sind in Turbulenzen, wie man sehen kann. Ja, er zeigt halt seit 5 Minuten nur sein Essen, ne? Aber was soll er auch machen, Bruder? Das ist ja eine Suite. Jetzt gerade, ich sehe es immer noch nicht ein, dafür so 10.000 Euro auszugeben oder so viele Punkte, Bruder. Da kann ich auch im normalen Business chillen für weniger Punkte oder weniger Geld und mich einfach hinlegen und Essen kriegen. Jetzt gerade ist noch nicht so krass. Das ist fast umgefallen alles. Ich weiß, ich dachte, die macht jetzt auch so Massage und so einen Scheiß. Weißt du, ich meine? Ohne Spaß. Gar nicht, was hier los ist aktuell. Also auf dem Hinflug war das auch schon so turbulent. So Leute, let's get ready for Hauptgang. Ich habe mich jetzt hier mal für die Empfehlung von 3 Michelin-Star-Chefkoch Georges Blanc entschieden. Und zwar hat er empfohlen, man solle doch das Beef and Chicken Pot au Feu in Beef Consommé nehmen. Baby Vegetables, Potatoes and Truffle Oil. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich smart. Ich habe, glaube ich, schon oft so Steaks im Flugzeug kritisiert. Klar, die sind geschmacklich in Ordnung und ein Steak im Flieger. Dann lohnt sich Michelin? Größter Quatsch. Vor allem in der Türkei, größter Scam. Aber ich werde das safe in jedem Land einmal machen. Safe, weil es ist Content, was auch gut ankommt auf YouTube. Ist absolut crazy, aber man kann halt so Steaks einfach nicht richtig lecker machen in einem Flugzeug, weil sie eben nicht frisch sind. Und ich glaube jetzt hier mit dem Beef Pot au Feu ist das was anderes. Nasse Michelin. Michelin sind so Restaurants mit Sternen. Die machen so auf einem Mini-Teller so eine Portion so und du zahlst dafür 1000 Euro gefühlt. Weil das quasi so ein bisschen gekocht ist. Aber Chefkoch Alex kann euch sofort mehr sagen. Genau, das ist ja quasi so Pulled Beef jetzt, ne? Möhre noch dazu. Muss ich auch sagen, es ist lecker, keine Frage. Für im Flugzeug absolut crazy, aber es haut mich jetzt auch nicht so von Socken, wie gedacht, muss ich sagen. Also, da fehlt ein bisschen halt an Geschmack. Es ist lecker. 6,5 von 10. So, wir sind mittlerweile beim Nachtisch und zwar habe ich mich hier entschieden. Es gibt ganz viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten, werde ich euch vielleicht später noch vorstellen oder ihr habt es schon gesehen. Das hier nennt sich Rumbaba. Sieht geil aus, Mann. Mit Vanillehonig und Erdbeeren und Beeren. Meine liebe Stewardess meinte, das wäre das Beste. Also habe ich das jetzt einfach mal genommen. Guten Appetit, sieht ganz gut aus. Interessant. Das ist irgendwie super wässrig, schwierig zu beschreiben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich glaube, ich hätte mich besser für was anderes entscheiden sollen. Moment. Schmeckt irgendwie ein bisschen nach Hustensaft. Aber hier der Pudding, der ist super. So, kurz aufs Badezimmer gewesen. Schaut euch das an. Mein Bett ist fertig. Sorry, dass das hier gerade so flackert. Alter, es sieht halt wirklich einfach aus wie ein Bett, ne? Hier kannst du dich sogar anschnallen. Boah, ein bisschen im Bett anschnallen. Hat ein bisschen so Psychiatrie-Vibes. Größer als meine Wohnung, Alter. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt so um die 3,5 Stunden gepennt. Wir sind in 5,5 Stunden in Frankfurt. Jetzt heißt es aufstehen, Kaffee und Kuchen trinken und ich erkläre euch mal die Kabine. Das Bett war übrigens echt bequem, also auf jeden Fall das beste Flugzeugbett, was ich je hatte. Okay, Leute, bleiben wir noch mal kurz beim Bett. Wir haben ja sowieso schon so eine Matratze, dann kommt hier noch so ein Topper drüber, dann darauf noch so ein Überzieher und das ist wirklich eine richtig stabile Bettdecke. Auch sehr, sehr bequeme Kissen, tolles Bett. Das mit dem Stuhl hier ist super smart gemacht und zwar kann man den quasi so drehen. Das heißt, man kann einmal hier essen, habt ihr ja gerade schon gesehen, und dabei dann auch Fernsehen gucken. Man kann den aber auch zum Fenster zurückdrehen. Das mache ich jetzt, indem ich hier drauf drücke. Wenn man dann halt rausgucken will, was ich jetzt, ja, schon länger nicht... Du hast halt maximal deine Privatsphäre so, aber so viel Geld würde ich für so einen Kram nicht ausgeben, oder? Wenn ich meine Privatsphäre will, reicht auch normales Business-Lounge, weil da geht ja auch keiner auf den Sack, also Business-Sitze. Das ist sehr unnötig, Sanke. Ich habe krassere Sachen gesehen. Diese First-Class-Flüge zum Beispiel, wenn du nach Dubai fliegst, Bro. Da gibt's eine Bar extra, du kannst da duschen und so ein Scheiß. Das ist interessant. Aber Singapore Airlines ist jetzt nicht so der Shit. Halt auch ziemlich kaputt, beschädigt. Man sieht halt nicht so wirklich gut. Was ist dein Traumort, wo du hinfliegen wollen würdest? Bruder, ich habe das Game so krass durchgespielt. Ich habe gerade kein Ziel, wo ich sage, boah, ich will da jetzt unbedingt hin. Das habe ich aktuell nicht, Bro. Zu den Noise-Canceling-Kopfhörern muss ich sagen, dass das wirklich richtig geile Dinger sind. Also der Sound ist bombastisch und man hört keine Fluggeräusche. Mit die besten, die ich bis jetzt hatte. Und hier über das Tablet, das irgendwie seit geraumer Zeit nicht mehr angeht. kann man eigentlich alles steuern? Ah, der Touch? Ah ja, okay. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr großer Fernseher, ne? Fahren wir mal wieder zurück. Und den Fernseher kann ich hier auch rausfahren. Da könnt ihr es sehen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gut ausgetüftelte Kabine. Eigentlich muss man sagen, das ist... Du warst doch noch nicht so oft in Asien. Das stimmt, Jigi. Korea war schon geil, aber... Oder allein die Flugzeiten, du brauchst auch den perfekten Partner, mit dem du da hingehst, weißt du? Und das ist alles immer so arschteuer, Bruder. Und ich habe so viel Verantwortung in Deutschland. Wenn ich jetzt so Multi wäre, dann würde ich mich sowas mehr trauen. Vielleicht mit Frau und sowas hinzugehen. Aber jetzt gerade... Wir gucken mal. Hanni, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir mit Osan vloggen wollen, einen draufsetzen, weißt du? Und ich muss einen Kameramann mitnehmen, Bruder. Boah, Bruder. Wie ein kleines Hotelzimmer. Was haben wir hier? 6 Quadratmeter oder so. Vielleicht, ja. Also absolut geisteskrank. Ich habe mir jetzt erstmal einen Cappuccino bestellt, dazu ein paar Kekse, dass ich mal in so einem Ding sitze hier. Das hätte ich mir echt nicht erträumen können. Aber um es vorwegzunehmen, lohnt sich das für 4.800 Euro? Nee, lohnt sich nicht. Definitiv nicht. Viel zu viel Geld.
Also es ist wirklich eigentlich völliger Quatsch. Da könnte ich 5 Wochen Urlaub machen. Ins Amenity-Kit habe ich schon reingeschaut. Das ist jetzt ganz nett, aber ist nicht viel drin. Hier das übliche so Bodylotion, Handlotion. Und hier haben wir ein Parfüm von Lalique. Das sieht ganz nett aus. Ich werde es euch hier mal einblenden, was das kostet. Ach so, und hier hat jeder Gast, ich sag mal, seinen eigenen Kleiderschrank. Da unten steht mein Rucksack. Wir haben auch noch Pantoffeln, Socken und eine Decke. Oh, Bruder. Das ist ein bisschen creepy, ne? Hanne, wenn du schläfst, einer kann von da drüben rüber gucken. Das ist bei den Dubai Suites nicht so, ne? Einfach dazulegen ins Bett, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass so einige komische Sachen dort passiert sind. Ungefähr 2 Stunden vor Landung ging es dann noch weiter mit dem Light Dinner. Ich nenne es mal die abgespeckte Version vom normalen Dinner. Hat mir aber nochmal deutlich besser gefallen als das Mittagessen. Los ging es mit so ein bisschen Schinken, Burrata, Pesto und Salat. Das war wirklich unfassbar lecker. Und auch die Brote, die mir da serviert haben, so richtig schön weich und lauwarm. Und hier seht ihr auch schon den Hauptgang. Das waren Garnelen, so ein bisschen Chicken. Und eigentlich war da Reis dabei, aber die haben mir süß Kartoffelpüree gegeben, weil ich das irgendwie lieber mochte. Gibt sogar noch extra Wünsche hier. Wobei bei dem Preis kann man das auch mal machen, finde ich. Und da war dann noch so ein flaches Brot bei. Das war auch ganz interessant. Hat mir auf jeden Fall hervorragend geschmeckt. Wirklich richtig, richtig lecker. Und jetzt schaut mal, so sah der Nachtisch aus. Bruder, er hat einfach 10 Minuten das Essen gezeigt, ne? 10 Minuten lang. Aber was soll man sonst auch in dem Flieger machen? Schokokuchen mit allem. Ich glaube, du bringst so die Mitarbeiter dort. Das wäre auch lustig. Ran 2000 Kalorien wahrscheinlich, aber wirklich sehr, sehr lecker. Das war quasi der Abschluss in der Singapore Airlines Suite. Und dann hieß es Frankfurt. Einfach First Class Deal, das ist all inclusive Antalya Hotel Buffet. Ja, fühl ich, Digga. Und zack, bin ich auch schon wieder zu Hause. Meistens ist es ja so, dass wenn man auf einen anderen Kontinent fliegt, man entweder Jetlag hat, wenn man da ist, oder wenn man zurückkommt. Eigentlich bin ich immer gut verschont davon geblieben, aber dieses Mal... Ja, weil er halt oft fliegt, Digga. Da bist du auch irgendwann dran gewöhnt. Dann kickt dieses Jetlag auch nicht mehr. Jetzt, als ich wieder hier war, ich war so völlig neben mir für 3 Tage. Jetzt bin ich aber wieder fit. Und Leute, was soll ich sagen? Was war das für ein kranker Flug, oder? Definitiv die krasseste First-Class-Erfahrung bis jetzt in meinem Leben. Und ich habe mich auch so gefragt, was wäre gewesen, hätte ich diesen Flug mit meinem ersten First-Class-Flug, den ich ja damals mit Emirates gemacht habe, getauscht hätte und direkt damit reingestartet wäre. Alter, ey. Ich glaube, da wäre ich aus dem Stau nicht mehr rausgekommen. Man muss natürlich sagen, auch jetzt bin ich noch der Meinung, viel zu viel Kohle, völlig unnötig. Und mit so viel Geld kann man natürlich viel bessere Sachen anstellen. Aber gut, so ist das. Nichtsdestotrotz, es war einfach ein tolles Erlebnis, eine super Crew, alle so nett. Ja, safe, Internet, safe, Bro. Und ja, es hat einfach alles gestimmt, muss man ganz klar sagen. Das Essen war auch super. Das ein oder andere Gericht war jetzt mit meinen Geschmacksknospen nicht immer ganz konform, aber trotzdem super Qualität. Und eine Sache, die ich auch noch nicht erzählt habe, mein Tablet war ja kaputt. Ich habe das dann gemeldet, weil es ja auch für die gut zu wissen, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Und dann haben die mir jetzt einfach einen 300 Singapur-Dollar-Gutschein gegeben für den nächsten Flug. Mit dem kann ich dann shoppen und so. Also das fand ich sehr aufmerksam, auch wenn das natürlich, ja, am Ende trotzdem alles viel zu teuer gewesen ist. Aber haben oder nicht haben, ne? Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen. Doch, doch, war geil. War geil. Also auf jeden Fall in höhere Geschwindigkeit. Dann bockt das schon. Mal gucken, was er in der Zukunft noch so macht. Let's go, Digga. Abonniert haben wir ihn auch. War ein super Typ.